Ein Schuldendrama über Jahre. Im Mai 2010 beschließen die Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds ein Hilfspaket für Griechenland, 110 Milliarden Euro. Die Rückzahlungsfristen beginnen zu laufen. Immer mehr Kredite bedeuten immer mehr Fristen. Der Schulden-Countdown läuft bis heute. Heute wollen die Griechen erstmals einen Kredit nicht zurückzahlen. Der Stichtag. Guten Abend und ganz herzlich willkommen auch heute Abend zu einem ZDF-Spezial zur Griechenland-Krise. Die Rosenheim-Cops ermitteln gleich in ein paar Minuten. Ja, wieder mal ein verwirrender Tag. Heute mit immer neuen Eilmeldungen zu Griechenland, wieder neue Gespräche, wieder eilige Telefonkonferenzen wie jetzt gerade in Brüssel. Bringen wir mal ein bisschen Ordnung in die Geschehnisse. Beginnen wir mit einem Fakt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Heute muss Griechenland gut 1,5 Milliarden Euro Kredit an den Internationalen Währungsfonds zurückzahlen. Das werden die Griechen voraussichtlich nicht tun. Der IWF in Washington hat damit jetzt ein Problem. Wie umgehen mit dem rebellischen Land in Europa? Daniel Ponzen. Stellen wir uns Christine Lagarde als strenge Lehrerin vor. Sie hat nun ein Problem. Jahrelang hatte sie ihren Schüler Griechenland gewarnt, mit Konsequenzen gedroht. Und nun? Bis zuletzt hatte sie sich nachsichtig gegeben. Griechenland erlaubt schon früher fällige Rückzahlungen, erst jetzt zum Monatsende zu begleichen. Kommt das Geld auch nun nicht, muss sie dem IWF-Aufsichtsgremium, quasi der Schulpflegschaft, Bescheid geben und die muss handeln. Es ist die absolute Ausnahme und es ist in einer Höhe, in der das nie da gewesen ist. Ich erwarte, dass Christine Lagarde dem IWF-Board sofort Bescheid gibt, also nicht das Referendum abwartet. Dadurch hält der IWF das Heft des Handels in der Hand. Und ob es in der Folge zu Lawineneffekten kommt, hinge dann von den Regierungen der Eurozone ab. Der IWF, 1944 in Bretton Woods gegründet, mit seiner Schwesterorganisation der Weltbank. Eine zentrale Aufgabe, die Kreditvergabe. Die Klasse der Kreditnehmer ist groß. Problemfälle bei Rückzahlungen gab es schon. Die aber stammten aus zerrütteten Verhältnissen. Somalia, Sudan, Simbabwe. Nun Griechenland? Ein Spross aus gutem Hause? Aus Europa? Es ist Tradition, dass der IWF große Notkredite vergibt, aber typischerweise an Ärmere oder an Entwicklungsländer, die in Not geraten sind. Nun sind die Rollen sozusagen vertauscht. Zahlt Griechenland nicht, heißt das erstmal nur, dass der IWF dem Land kein neues Geld leihen darf. 19 Milliarden Dollar waren eigentlich dafür vorgesehen bis 2017. Erst wenn Griechenland auch nach 15 Monaten nicht zahlt, könnte der IWF Strafen beschließen bis zum Ausschluss Griechenlands, dem Schulverweis quasi. Was also tun? Konsequente Strenge, um auch vor den anderen Schülern glaubwürdig zu bleiben? Es ist eine nie dagewesene Situation und eine schwierige für eine globale Organisation wie den IWF, zu dessen Mitgliedstaaten ja viel ärmere Länder als Griechenland gehören. Ach was, fast alle Mitgliedstaaten sind ärmer und es steht nun auch deren Geld auf dem Spiel, ein kleiner Teil, aber er steht auf dem Spiel. Es ist eine Zwickmühle, die wohl keiner Lehrerin Spaß machen würde, es recht keiner, die in Wahrheit IWF-Chefin ist. Ein gestörtes Verhältnis sozusagen, über das wir reden müssen mit Moritz Krämer. Er ist Chefanalyst von Standard & Poor's. Guten Abend. Guten Abend. Müssen wir dazu sagen, Standard & Poor's ist eine Ratingagentur, die sich mit der Kreditfähigkeit von Ländern auseinandersetzt und diese genau prüft. Also Sie haben einen sehr guten Blick auf die Dinge. Wenn Griechenland jetzt heute das Geld nicht bezahlt, was heißt denn das dann eigentlich? Das heißt für uns von der Ratingsseite zunächst mal gar nicht viel. Wir haben gerade gestern das Rating wieder herabgestuft auf, was wir dreifach C- nennen. Das mag dem Zuschauer nicht viel sagen, nur so viel. Das ist so die unterste Sprosse auf der Leiter, die wir eigentlich in der Skala haben. Das heißt, es ist Ihnen eigentlich egal, wenn Griechenland nicht zahlt? Was wir abbilden als Ratingagentur, wir sind ein Dienstleister für den Kapitalmarkt. Das heißt, wir informieren Investoren über unsere Meinung und unsere Analysen bezüglich der Ausfallswahrscheinlichkeit von kommerziellen Krediten. Das heißt, Anleiheinvestoren,
Banken, die direkt in das Land investieren, nicht so sehr die offiziellen Kreditgeber wie die gerade genannten IWF oder Weltbank beispielsweise. Okay, Sie sagen, es ist auf einer ganz unteren Stufe, ja. Griechenland. Viel tiefer geht nicht. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass eigentlich nur die Ukraine noch schlechter bewertet ist weltweit als Griechenland bei Ihnen. Was könnte denn den Umschwung geben? Jetzt ist ja so wahnsinnig viel im Schwange im Moment. Was müsste denn passieren, dass der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt Vertrauen bekommt? Gut, ich denke, wir müssen jetzt erstmal abwarten, bis das Referendum am Sonntag stattfindet. Wenn wir am Sonntag ein Votum der Bevölkerung hätten zugunsten des Programmes, ich denke, dann könnten verschiedene Szenarien ausgespielt werden. Ein Szenario ist, dass die Regierung Tsipras, die ja eindeutig die Bevölkerung einschwört, Nein zu sagen, in einem solchen Kontext zurücktritt und möglicherweise eine Regierung der nationalen Einheit oder eine technokratische Regierung, wie das auch in Italien schon der Fall war, eingesetzt wird. Damit würde sich möglicherweise die Gesprächsmöglichkeit mit den europäischen Partnern wieder erhöhen. Zurzeit herrscht da wirklich Stummheit. Hoffen Sie im Prinzip, dass da nochmal ein Wandel stattfindet nach dem Referendum. Herr Krämer, wir reden gleich nochmal weiter, schauen aber mal ganz kurz zwischendurch auf ganz aktuelle Entwicklungen des heutigen Tages. Da gab es nämlich auch ein paar. Griechenland hat nämlich heute einen Brief geschrieben an Brüssel. Mal wieder, muss man sagen, und mal wieder total überraschend. Einen Bittbrief. Athen möchte ein neues Hilfspaket. Ein neues. Wohlgemerkt, es geht jetzt nicht um die Verlängerung des alten, es geht um ein neues, um ein drittes. Und was in dem Brief drin steht, das zeigt uns Kai Dietrich. Athen heute Nachmittag. Premier Tsipras legt ein zweiseitiges Papier vor. Ein echter Vorschlag oder bloß ein Ablenkungsmanöver? Das Papier geht nach Brüssel, gerichtet an den Präsidenten der Eurogruppe Dijsselbloem und den Rettungsfonds ESM. Darin kein neues Angebot, nur neue Forderungen. Tsipras will unter anderem einen neuen Kredit aus dem Rettungsfonds ESM mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Damit will er alte Schulden abzahlen. Zudem will er die Umstrukturierung von Schulden und die Verlängerung des heute auslaufenden europäischen Hilfsprogramms für kurze Zeit. Herr Krämer, wie bewerten Sie denn den Brief? Konstruktiver Vorschlag oder Akt der Verzweiflung? Es ist ein Wunschzettel. Er hat Tsipras reingeschrieben, was er gerne alles hätte, was vorher auch schon bekannt war. Was in dem Brief allerdings fehlt, sind die konkreten Angebote der griechischen Seite. Was soll denn geliefert werden im Gegenzug für die neuen Kredite, für die Umstrukturierung, für die Verlängerung des laufenden Programmes? Es wird also nur dargestellt, was Athen gerne möchte, nicht was Athen bietet. Ich glaube, das bietet keine solide Gesprächsgrundlage für einen Dialog mit der Eurogruppe. Können Sie sich dann vorstellen, dass es da irgendwelche Fortschritte gibt in der Richtung nach den ganzen Verhandlungen und Gesprächen und geplatzten Gesprächen der letzten Tage und Wochen? Ich denke, zwischen heute und dem Sonntag, wenn das Referendum stattfindet, wird es keine wirklich tiefergreifenden Gespräche geben. Man wird vielleicht ab und zu zum Telefonhörer greifen, aber wirkliche Durchbrüche sind nicht zu erwarten. Wie gesagt, das Referendum muss jetzt abgewartet werden. Entscheidet sich die Bevölkerung für einen Dialog mit Europa oder dagegen? Davon hängt dann die Zukunft Griechenlands ab. Davon hängt dann wahrscheinlich auch ab, ob Griechenland mittelfristig in der Eurozone verbleiben wird. Herr Krämer, ich muss Sie noch fragen, Sie sind ein Mann der Zahlen und Sie arbeiten ganz viel mit Statistiken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland aus dem Euro austritt? Stand heute. Ich sage Ihnen 50-50. 50-50. Und nach dem Sonntag, wenn Griechenland für das Reformpaket stimmt? Ja, wenn es für das Reformpaket stimmt, dann sieht es wahrscheinlich etwas positiver wieder aus. Dann ist die Kuh noch nicht ganz vom Eis. Die schwere Arbeit liegt immer noch vor uns, was die Verhandlungen angeht, was die Kompromisse angeht. Aber das würde ein Ja am Sonntag würde zumindest den Dialog wieder beleben. Die griechische Seite glaubt, ein Nein könnte ihre Verhandlungsposition stärken. Mhm. Aber ich denke, das Gegenteil wäre eher der Fall. Ein Finanzexperte, der auf den kommenden Sonntag sehr gespannt guckt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Krämer, dass Sie heute Abend bei uns waren. In diesen Minuten glühen die Telefondrähte wieder zwischen den Finanzministerien in Europa, weil eben der neue Brief aus Griechenland jetzt auf dem Tisch liegt. Wahrscheinlich muss der griechische Finanzminister Varoufakis seinen Kollegen erstmal erklären, was das Ganze soll. Ein neues Hilfsprogramm beantragen und das alte nicht ausschöpfen, weil man die Reformliste ablehnt, über die man nun das Volk abstimmen lässt. Diese Reformliste wird von Griechenland ja als Gängelung empfunden, von Brüssel als faires Angebot. Aber was steht da eigentlich wirklich drin? Susanne Pullmann und Claudia Kraftschick haben es gelesen. Schwarz auf weiß, ja oder nein? Eine schlichte Frage, aber nur auf den ersten Blick. Denn das Reformpaket, über das die Griechen in einem Referendum am kommenden Sonntag abstimmen sollen, ist ziemlich kompliziert gepackt. Und Ministerpräsident Tsipras will ein Nein. Warum?
Dieses Referendum war aus seiner Perspektive eventuell der Versuch eines Ausweges, dass er geglaubt hat, durch das Referendum kann er Druck ausüben auf die Partner und eventuell einen besseren Deal bekommen. Was aber ist das Angebot der Gläubiger? Was steckt tatsächlich drin im Reformpaket? Auf der Reformliste stehen als wichtigste Punkte die Änderung am Rentensystem, eine Erhöhung des Rentenalters und höhere Mehrwert- und Unternehmenssteuern. Wie kompliziert die Reformpläne sind, zeigen die Kürzungen im Militärhaushalt. Nicht nur die Griechen wehren sich gegen die geforderten Einsparungen, auch die NATO. Ich erwarte, dass die griechische Regierung ihre Zusagen einhält, genauso wie alle anderen 28 NATO-Partner, und weiter in Verteidigung investiert. Weiter im Paket der Auszahlplan. Die noch im Euro-Rettungsfonds EFSF vorhandenen Finanzhilfen sollten schrittweise bis Oktober ausgezahlt werden. Außerdem in dem Paket eine Analyse zur Schuldentragfähigkeit. Ein Knackpunkt. Ministerpräsident Tsipras hatte sich wohl mehr erhofft, eine klare Zusage über einen Schuldenschnitt. Darüber hinaus wurden den Griechen zusätzliche Zugeständnisse gemacht, bekannt als sogenanntes Gabriel-Papier. Darunter eine Verlängerung des laufenden Programms, ein drittes Hilfspaket und ein Wachstumspaket. Jetzt ist es an den Griechen. Stimmt die Mehrheit mit Ja, ist die Tür für eine Einigung mit den Gläubigern wieder einen Spalt weiter offen, fragt sich dann nur, unter welcher griechischen Regierung. Das die Fakten zum Reformprogramm und zur Abstimmung am Sonntag. Fragen wir nach bei Yannis Emanuelidis vom European Policy Center in Brüssel, einer Denkfabrik, die sich mit der EU beschäftigt. Guten Abend. Guten Abend. Eine einfache Frage vorneweg. Wissen die Griechen eigentlich bei dieser komplexen Materie, worüber sie da am Sonntag abstimmen? Nein, das können Sie nicht wissen. Das Paket ist unheimlich kompliziert. Es ist nicht zu verstehen für jemanden, der sich in der Materie nicht auskennt. Von daher gehen Sie eher davon aus, dass Sie entweder Ja oder Nein zur Austerität oder Ja oder Nein zum Verbleib in Europa stimmen. Aber die Details des Pakets sind Ihnen nicht bekannt. Jetzt hat ja Griechenland heute ein drittes Hilfspaket beantragt, das man bisher ja abgelehnt hat. Gleichzeitig will man die Volksabstimmung ja durchziehen am Sonntag, zumindest Stand jetzt. Das versteht irgendwie kaum einer mehr. Also welche Taktik steckt da eigentlich jetzt dahinter von der griechischen Regierung? Es ist auch schwer zu verstehen. Man müsste in den Kopf des Regierungschefs hineinblicken können, um das tatsächlich zu verstehen. Ich glaube, es ist ein letzter Versuch, vielleicht teilweise auch ein verzweifelter Versuch. Denn er braucht etwas, er muss etwas vorlegen, was tatsächlich in Syriza annehmbar wäre. Und würde man das tun, was dort vorgeschlagen wird in dem Brief, dann wäre es dieses Momentum. Aber ich sehe nicht, dass das die Partner annehmen können. Und glauben Sie, dass dieser Brief, der da heute gekommen ist, die Stimmungslage in Griechenland jetzt nochmal irgendwie verändert? Wie schätzen Sie denn im Moment überhaupt ein? Ich glaube, dass die Tatsache, dass Kapitalkontrollen eingeführt wurden, dass die Banken zu sind, ich glaube, das hat sehr viele Bürger sehr nachdenklich, auch ängstlich gestimmt oder noch ängstlicher gestimmt. Sie fragen sich, wie geht es jetzt tatsächlich weiter, wenn wir jetzt schon die Banken zu sind, was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, dass das tatsächlich dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit zugenommen hat, dass am Sonntag die Bürger Ja stimmen. Vor allem Ja, weil sie Angst haben, dass ansonsten ihre Zukunft in der europäischen Familie gefährdet sein könnte. Und was dann? Wenn sie Ja gestimmt haben, dann liegt es an der Regierung zu reagieren. Auch hier sind die Äußerungen des, das wissen wir nicht, die Äußerungen des Premierministers sind hier nicht eindeutig. Er hat angedeutet, dass er bei einem Ja eventuell nicht mehr zur Verfügung stünde. Aber wie er da tatsächlich am Sonntagabend oder Montag, wenn wir die Ergebnisse haben, darauf reagieren wird, das wissen wir nicht. Auch nicht, ob er eventuell sagt, vielleicht unterstütze ich schon, aber doch in einer anderen Koalitionsformation, dass teilweise Syriza nicht mehr in der gleichen Komposition sein wird. Also wir wissen nicht, da kann man nur darüber mutmaßen. Es ist sehr schwierig, da eine Einschätzung zu geben. Ganz kurz noch zum Schluss. Sigmar Gabriel, der deutsche Wirtschaftsminister, hat heute gesagt, das wäre die beste Lösung, wenn Griechenland die Abstimmung absagen würde. Dann könnte man ganz neu verhandeln. Teilen Sie die Meinung?
Ich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Ich glaube, dass es dieses Referendum nun geben wird. Man kann schwer davon zurücktreten und man muss das Ergebnis dann akzeptieren. Und ich glaube, es ist dann auch an den Partnern nicht auch eine gewisse Hoffnung zu geben, dass es eine Perspektive gibt, wenn die Griechen dafür abgestimmt haben, dass sie in der europäischen Familie bleiben wollen. Denn letztendlich wird dieses Votum darum gehen, dass man ihnen dann auch eine Hoffnung gibt, dass es eine Perspektive gibt. Denn viele Griechen haben keine Perspektive und Perspektive ist nötig, damit das Land wieder auf die Beine kommt. Spannende Tage werden es jedenfalls. Danke Ihnen nach Brüssel für diese Einschätzung. Das war unser ZDF-Spezial, meine Damen und Herren, zur Lage in Griechenland. Die Kollegen von heute.de und heute-Journal halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Hier geht es jetzt weiter mit den Rosenheim-Cops, dabei gute Unterhaltung.